Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Was sind energetische Fehlschaltungen im Unterbewusstsein und wie hindern sie uns am Erfolg? Erklärungen dazu und eine praktische Antwort darauf hören und sehen wir gleich von meinem heutigen Gast Frithjof Krepp. Er ist Qigong-Lehrer, Lehrer der Meridian-Klopftechniken und Autor eines Buches zu diesen Themen. Bleiben Sie dran! Hallo Frithjof, herzlich willkommen! Hallo Rolf, danke, dass ich hier sein kann! Ja, nicht digitale. Irgendwie mit Fehlschaltungen hat das bei mir das gerade so assoziiert. Vielleicht findest du noch einen Zusammenhang dazu. Fehlschaltungen im Unterbewusstsein. Worum geht es da? Was ist das? Was bewirkt das mit uns? Ich glaube, dass wir alle in irgendeiner Form fehlgeschaltet sind. Ja, mehr oder weniger. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, du willst irgendwas machen aus deinem Leben und willst vorankommen und irgendwas wirkt in dir selbst im Unterbewusstsein, dass es eben nicht funktioniert. Das ist dieser Begriff, den der Roger Callahan seiner Zeit geprägt hat, oder auch psychologische Umkehr. Also der Klassiker, die Leute sagen, oh, ich habe ein paar Kilo zu viel irgendwie an Silvester, jetzt irgendwie, ich muss abnehmen und jetzt geht's los mit Joggen. Jetzt werde ich erstmal richtig joggen, mal 3 Monate und nach 3 Tagen ist der Spuk vorbei. Ja, weil nämlich irgendwas in einem selbst drin ist, was einen daran hindert, dass man erfolgreich wird. Ja. Und das hat jeder irgendwo an irgendeiner Stelle bei sich selbst. Und das Schöne ist dabei, mit den Klopftechniken und mit diesem speziellen Teil der Klopftechniken können wir da dran gehen und können das auflösen. Also ich suche ein anderes Wort dafür, so wie du das beschrieben hast, so wie ein innerer Spielverderber oder ein innerer Saboteur, der mich hindert an etwas, das ich ja eigentlich will. Ja, genau. Warum passiert das überhaupt? Ich will es ja, aber es funktioniert nicht. Ja. Und ist das die Fehlschaltung? Das ist genau die Fehlschaltung. Ne? Man spricht da vom inneren Schweinehund oder Terroristen, wenn ich es jetzt mal martialisch sagen kann. Ja. Okay. Aber das Schöne ist hier mit den Klopftechniken, da kann man da jetzt dran gehen und kann das jetzt auflösen. Und wie gehen wir da vor? Wir gehen da so vor. Die normalen Klopftechniken hatte ich ja in der anderen Sendung schon gezeigt gehabt. Mhm. Ich zeige gleich mal ganz kurz das Klopfen hier von den einzelnen Meridianpunkten hier. Die zwei gehören jetzt nicht zu dem Meridiansystem, aber trotzdem ganz wichtig. Im Arm, in den Fingern. Zack, 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 zack. Und der 100-fache Treff hier oben. Gleichzeitig Aussprechen von negativen Emotionen führt dazu, wenn wir das richtig machen, dass die Ladung aus den negativen Gefühlen rausgeht. Nur hatte seinerzeit Roger Callahan, der das entdeckt hatte, herausgefunden, dass es bei 50% der Leute nicht funktioniert. Und daher kommt dieser Begriff dieser Fehlschaltungen. Und da hat er diesen sogenannten Obwohl-Satz genommen, der da vorgeschaltet ist, indem man nämlich, es hat jemand eine Angst, ja, sehr große Angst, ja, obwohl ich so eine große innere Angst verspüre. Und dann sagt man, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich so eine große innere Angst verspüre, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich so eine sehr große innere Angst verspüre, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann klopfe ich erst meine sehr große innere Angst. Alternativ kann man anstelle von Reiben auch den Handkantenpunkt beklopfen. So, wenn man das jetzt irgendwie bei sich macht, fragen die Leute, was soll denn das jetzt? Das ist so komisch da mit diesem Satz. Ist das ein öffnender Vorspann? Ja, genau. Das ist ein Öffnen. Ich will dir auch sagen, genau sagen, warum. Kommt eine Frau zu mir, die sagte, hören Sie mal zu, ich bin arbeitslos schon die ganze Zeit und jetzt vor 2 Tagen kam ein Anruf, ich kann da in der Firma XY eine Stelle kriegen. Jetzt bin ich völlig panisch. Ich habe da Angst, morgen hinzugehen. Dann habe ich gesagt, okay. Wie stark ist die Angst von 0 bis 10? Mhm. Ja, 10. Also totale Angst, okay, machen wir mal. Machen Sie mal, obwohl ich totale Angst habe, da morgen hinzugehen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Sprechen Sie auch wieder nach. Wie war der Satz nochmal? Okay, obwohl ich totale Angst habe, da morgen hinzugehen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ach so, obwohl ich totale Angst habe, da morgen hinzugehen, akzeptiere ich mich. Nee, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin.
Und nachdem sie beim dritten Mal den Satz immer noch nicht aussprechen konnte, ahne ich natürlich schon, was da dahinter steckt. Dann frage ich sie, sagen Sie mal, wie ist denn das für Sie, da morgen hinzugehen? Wieso können Sie den Satz nicht aussprechen? Irgendwas stimmt doch da nicht, ja? Was macht denn Ihre Selbstliebe? Wie meinen Sie das, fragte mich. Ja, von 0 bis 100%. Wie stark lieben Sie sich? Erste Zahl gilt, die kommt. 28%. Das war's nur, 28%. Wie wollen Sie denn da morgen den Job kriegen, wenn Sie so wenig Selbstliebe haben? Und dafür ist genau dieser Satz. Da habe ich der Frau gesagt, ja, da lieben Sie sich doch zu 100%. Ja, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Ist da jemand? Nee. Ja, was soll denn das sein? Oder sagt Gott, du darfst dich nicht lieben. Viele Leute haben einfach zu wenig mangelnde Selbstliebe. Und wenn die Leute zu wenig mangelnde Selbstliebe haben, kann Heilung nicht wirklich funktionieren. Die rennen dann von Arzt zu Arzt. Ja, und der sagt das und der andere sagt das andere. Aber wenn die Selbstliebe ist die Basic von allem. Die Selbstliebe. Ja, das Ganze ganz wichtig. Und auch, man muss sich auch eins klar machen, das entscheidet man ja selbst. Wenn ich die Leute frage, ist da jemand, der dich dran hindert, sagen die immer, nee, da ist niemand. Aber ich kann mich trotzdem nicht selbst lieben. Also muss ja irgendeine Instanz in einem sein, die sagt, alle dürfen, aber du nicht. Ja? Und auch das kann man dann im Laufe der Zeit beklopfen und die Selbstliebe nach oben bringen. Und wenn die Selbstliebe dann bei 60, 70, 80%, 90% oder sowas ist, dann purzeln die ganzen negativen Emotionen. Und dann ist auch die Angst weg, zum Beispiel vor dem Jobinterview. Dann ist vollkommen weg, wenn die dann morgen hingehen und sagt, hallo, ich bin's doch hier für euch. Ja? Ja. Was wollt ihr denn? Wann kann ich anfangen? Als wenn ich da hingehe wie so ein Bittsteller. Das ist es, die mangelnde Selbstliebe ist ein massiver Hintergrund. Also wir erleben das in den Seminaren immer wieder. Wenn ich die Leute frage, so viele, kenne ich Leute, die sagen mir 10%. Da bin ich dann immer ganz geschockt, ja, wenn die Leute jetzt so wenig Selbstliebe und du wunderst dich, dass in deinem Leben nichts läuft, dass du keinen Partner findest, keine Partnerin findest, dass du keinen Job findest, dass in deinem Leben dieses oder jenes permanent schief läuft. Du sabotierst dich permanent selbst. Mhm. Und das ist der erste von den Fehlschaltungssätzen. Du ahnst schon, dass da jetzt mehrere kommen. Ja, genau. Ich möchte aber bei dem noch fragen, jetzt gerade wegen der Selbstliebe, kannst du das in einer Sitzung hochbringen oder ist das ein längerer Prozess? Gewisser Prozentsatz geht automatisch in einer Sitzung dann schon nach oben, ja? Das stelle ich schon einfach fest. Das hat ja einen Grund oft, dass sowas ist, ja? Und dann hat man dem Kind erzählt, du darfst dich nicht lieben oder Mama hat dich nicht geliebt oder Papa hat dich nicht geliebt. Eben diese Instanz, die das verhindert hat. Ja, natürlich hat es einen Grund, warum das nicht ist, aber da kommt man dann relativ schnell hin, wenn sowas ist. Und das nächste ist, obwohl ich dieses oder jenes, diese Angst oder Wut oder Trauer oder sowas habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Erster Satz. Zweiter, obwohl ich meine Angst, Trauer, Wut oder was auch immer verdient habe. Das sage ich, was habe ich denn nicht verdient? Ja, das sage ich, habe ich auch gar nicht gesagt. Wir machen das ja nur, um eins herauszukriegen, haben Sie vielleicht unbewusste Schuldgefühle? Das sagen die Leute, das habe ich nicht. Glauben Sie. Ja, in Wirklichkeit haben Sie es. Ja, beispielsweise kommt eine Frau zu mir, die sagt, ich habe Brustkrebs, ja. Und da sage ich, sie sind bestimmt in Behandlung, ja, das wird jetzt alles behandelt und alles gut, also ärztlicherseits bestens versorgt, aber die emotionale Seite, wie ist das für Sie? Ja, ich habe Todesangst. Okay, sage ich, okay, glaubt mir mal, Todesangst brauche ich nicht zu fragen von 0 bis 10, ja. Obwohl ich Todesangst habe und ich Brustkrebs habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Bitte dreimal nachsprechen. Macht die Frau? Dann sage ich, mach meinen nächsten Satz. Obwohl ich meine totale Todesangst, weil ich Brustkrebs habe, verdient habe. Was habe ich denn jetzt verdient? Dann habe ich gesagt, sprechen Sie es einfach mal nach. Ist ein bisschen böse geworden, hat schon geärgert, dass es zu mir gekommen ist, hat sie aber dann einfach nachgeplappert. Ja, einfach dem Unterbewusstsein den Impuls gegeben. Wir machen, 20 Minuten weiter mit Klopfen und irgendwann sagte, ja, und als der Karl mir damals gesagt haben, dass es Schluss ist, da wollte ich von der Mauer springen. Deshalb, was haben Sie gesagt? Wollen Sie Selbstmord machen? Ja, da wollte ich Selbstmord machen vor 10 Jahren. Er sagt, ja, da haben Sie es doch. Ja, wieso, was habe ich denn? Dann haben Sie die Lunte angezündet an dem Krebs.
Ja, man weiß ja mittlerweile auch, dass Krebs aus alten traumatischen Situationen entstehen kann. Mhm. Und wenn jemand bei sich selbst einen Selbstmordgedanken in sein System einbaut, dann fängt er irgendwann an und sagt, ja, was nimmt man für eine Krankheit oder welchen Unfall nehmen wir denn, damit wir das verwirklichen können? Mhm. Alles unbewusst. Mhm. Ich unterstelle der Frau überhaupt nichts, mhm. ja. Und auf diese Art und Weise kann man diese Sachen herausfinden und dann einfach auflösen. Das ist ein Schlüsselsatz. Viele Menschen haben unbewusste Schuldgefühle und wissen es nicht. Und jetzt in diesem Beispiel, wo sie sich ja gerade ein bisschen geärgert hat und da hast du so schön gesagt, hat es mir nachgeplappert, wenn sie das jetzt einfach macht, der will das jetzt, ich bin nicht überzeugt davon, wirkt das trotzdem? Ja, weil das Unterbewusstsein das anscheinend irgendwie schluckt. Okay. Komischerweise, ja. Eine sehr gute Frage. Das stimmt, in der Tat ist es so. Das Unterbewusstsein kann das schlucken. Das nimmt es einfach auf und sagt, muss man drüber nachdenken. Oh, hoppla, da war doch was, ja? Ja. Also unbewusste, erst mangelnde Selbstliebe, Teil 1. Ja, und das nächste, die unbewussten Schuldgefühle und dann, obwohl ich mein Problem, meine Angst, meine Wut behalten möchte, das sagen die Leute, das will ich doch nicht behalten, ich bin doch hier bei Ihnen, um es loszuwerden. Mhm. Ja, Sie schon, aber Ihr Unterbewusstsein will es behalten. Ja, obwohl ich meine Trauer wegen meiner Arbeitslosigkeit auflösen möchte. Ja, was heißt denn das für denjenigen, wenn er es auflöst? Vielleicht hat er übermorgen einen Job und dann kann er kein Frühstücksfernsehen mehr gucken, muss um 6 Uhr aufstehen. Ja, also da sind dann einfach ganz tiefe Dinge im Unterbewusstsein, die einfach gewisse Dinge verhindern. Und da kommen wir relativ schnell hin. Ja, es gibt auch bequeme Situationen, wenn man einen Schuldigen hat und aber nichts machen muss. Ja, ich kann nichts dafür, kommt von außen und will das dann eben so behalten. Genau. Und der nächste wäre, obwohl ich mein Ding behalten werde. Ja. Ja, hören Sie mal, ich habe doch schon 300 Sitzungen bei Psychotherapeuten und jetzt soll das bisschen klopfen, das soll jetzt irgendwie dazu führen, dass das weggeht. Ja, das ist ganz wichtig, dass man diese Sachen einfach, diese Zweifelsprogramme einfach mal wegklopft. Mhm. Als Beispiel, da kam ein Mann hier zu mir und das ist eine ganz witzige Geschichte, ja, kam zu mir, also meine Frau, die hat mir einen Gutschein geschenkt für sie. Ich soll mal hier zum Klopfen kommen. Ja, aber ich muss Ihnen eins sagen, ganz unter uns, ich glaube an den Scheißdreck sowieso nicht. So kam der zu mir rein, ja. Aber das kann ich verstehen, ja. Das geht eine ganze Menge von Leuten so. Ich sage, das ist nichts gegen Sie persönlich, aber verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich bin jetzt hier, ich habe den Gutschein. Also setz mich hin, dann machen wir, obwohl ich an diesen ganzen Scheißdreck sowieso nicht glaube, Ihnen akzeptiere ich mich so, ich bin gemacht. Und nachdem wir die Fehlschaltungssätze durch hatten, habe ich gesagt, und wie sieht's aus? Und dann machen Sie halt mal, klopfen Sie mal. Und zwei Runden später saß er da und hat nur noch Rotz und Wasser geholt. Mein Vater hat mich nie beachtet. Habe ich gesagt, Dankeschön. Das war das Thema. Um das es ging bei ihm. Also da ist oft was vorgeschaltet, dass man da gar nicht dran will an das ganze Thema und sagt, so ein Schwachsinn, das kann nicht funktionieren. Aber ja. Es funktioniert bei mir und bei meiner Frau seit 18 Jahren, ja. Wo man nicht dran will, sagst du, also das heißt schon, bewusst nicht dran will. Ja. Dass das Unterbewusstsein eben diese Fehlschaltung, die sabotiert ja dann und hält am Status quo fest. Und ja. Da braucht es von außen halt diesen Trigger, um das wegzukriegen. Ja, genau. Und nicht mal eine Willensäußerung von mir oder eben 2 Jahre Psychotherapie. Ich will ja, aber irgendwie, da drin will es eben ja, doch klar, nicht. Die Psychotherapie probiert halt, die Probleme über das Reden zu lösen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch einen Kongress, da heißt, Reden reicht nicht. Die Psychotherapeuten haben es auch schon irgendwie, oder Teile davon, fangen an, es zu kapieren. Das ist, dass man die Emotionen eben nicht wegreden kann. Ja. Aber mit dem Klopfen funktioniert's. Aber ich sage immer, ich weiß auch nicht, warum es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ja, sonst kämen die Leute nicht zu uns, wenn sie nicht davon geheilt werden könnten, von ihren emotionalen Problemen. Ja, sehr, sehr spannend. Wow. Gibt's da noch weitere Sätze? Ach, da gibt's eine ganze Menge Sätze, ja. Obwohl es ein Risiko für mich ist, das aufzulösen. Zum Beispiel, ja. Also das Risiko, dass es dann morgen arbeiten gehen müssen, obwohl es ein Risiko für andere ist. Mhm. Wenn ich meinem Chef kündigen
nur die Wut rauslasse in der Firma, kann sein, dass du dann mit deiner Familie nach Hamburg umziehen musst und die Kinder aus der Schule nehmen musst. Das könnte ja auch sein, ne? Obwohl es mir nicht gestattet ist. Viele Leute haben das Gefühl, da gibt es übergeordnete Mächte und die alle dürfen, aber die dürfen nicht. Das gibt es aber. Ganz spannend finde ich die Abteilung, die ab und zu von Ausländern reingetragen wird. Vor allem aus diesen, sagen wir, arabischen Bereichen oder auch italienisch-süditalienischen Sachen, obwohl ein Fluch auf mir lastet. Aha, das ist wahrscheinlich ganz tief. Das ist ganz tief. Und das sind keine Einzelfälle. Da wird massiv mit Schwarzenergie gearbeitet dann noch in diesen Bereichen. Und da musst du gucken, wie du das auflöst, diese Sachen. Und das ist auch möglich? Auch das ist möglich, ja. Diese alten Sachen, ja. Was bedingt das gerade jetzt mit Schwarzenergie, die ja in manchen Bereichen ziemlich stark ist und die ist im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, ist überall drin. Kommst du dem mit Klopftechnik bei? Teilweise ja. Teilweise dauert es ein bisschen länger und man muss halt gucken, wie man da irgendwie dran geht, ja. Wie die Leute gestrickt sind, ob die jetzt, was weiß ich, aus dem Islam kommen oder ob die aus dem Christentum kommen, ja? Ja. Da also kann auch was mit Gebeten gehen und mit Vergebung und mit diesen ganzen Dingen, die, womit man an solche Sachen rankommt, an solche, ja, wie soll ich sagen, Verwünschungen. Verwünschungen, ja, also das sind dann auch kulturelle Überzeugungen und ja, klar. So sollte das Leben jetzt wahrscheinlich auch zu Ende gelebt werden. Also ich darf mich da gar nicht befreien. Genau. Und wenn sie dann kommen, eine gewisse Bereitschaft oder ein gewisser Leidensdruck ist da, ist wahrscheinlich dann deine Chance, da wirklich dem beizukommen und das wegzukriegen. Ja, genau. Gibt es bezüglich Klopftechniken noch andere Techniken, als was du jetzt gezeigt hast, oder auch Variationen davon? Die Leute fragen mich immer und sagen mir, ja, ich klopfe dann was Negatives hier ein, indem ich sage, meine Angst, meine Wut, meine Trauer. Nein, wir können uns nichts einklopfen, sondern wir lösen durch das Klopfen, lösen wir Blockaden im Energiesystem, im Meridiansystem. Das Meridiansystem kann man nicht sehen. Also wir arbeiten im Bereich des Unsichtbaren. Mhm. Und das funktioniert. Dann fragen mich die Leute, ja, kann ich vielleicht was Positives klopfen? Ja? Da gibt es zum Beispiel die Wahl Mentalsätze, mit denen wir arbeiten, ja? Da gibt es zum Beispiel, kommt eine Frau zu mir und sagt, ja, ich bin sehr unglücklich, ich habe seit 10 Jahren keinen Partner. Klappt irgendwie nicht mit den Männern. Da frage ich die, wie ist das für sie? Ja, und dann sagen die, ja, ich bin sehr traurig. Ja? Also, obwohl ich sehr traurig bin, dass es mit den Männern nicht klappt, lebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und wähle dankbar und freudig. Wie meinen Sie das? Ah ja, sagen Sie doch mal, was Sie wollen. Was wollen Sie denn? Dann sagen die, ja, ich wähle dankbar und freudig, einen Mann zu finden. Aber es ist ein super Satz fürs Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein sagt, ja, wann denn bitte? In 3 Tagen? In 30 Jahren? In 300 Jahren? Wir müssen da schon ein bisschen konkreter werden, ja. Nach dem Prinzip des Mentaltrainings muss man sich ja vorstellen, dass man das Ziel bereits erreicht hat, wenn man Mentaltraining macht. Also wäre dann der positive Satz und wähle dankbar und freudig, einen neuen Partner zu arbeiten und zu haben und glücklich zu sein. Und dann klopft man abwechselnd, negativ, positiv. Meine Trauer keinen zu haben, ja, meine Freude, ja, meine Dankbarkeit und Freude, einen neuen Partner zu haben. Und man endet oben mit dem Positivsatz. Ich bin dankbar, einen neuen Partner zu haben. Und wenn man, das lässt man auf sich wirken und dann guckt man einfach, was passiert. Und dann kommen nämlich genau die Heckenschützen, die kommen dann heraus. Dann kommen die ganzen Sachen und sagen, nee, du bist schon viel zu alt. Du hast schon dieses oder jenes. Und der letzte Partner, ich habe noch so eine Wut auf den Ex. Ja? Und also, solange die Wut auf den Ex noch da ist, ist der immer noch da. Du hältst den durch die Wut, hältst du den Ex fest. Wenn du einen Gegner bekämpfst, ist der immer da. Du musst den Ex, musst du auflösen. Das heißt, nehmen wir mal an, du findest einen neuen Partner, machst irgendwie ein Rendezvous, triffst dich im Kaffee mit dem neuen, kannst du gleich einen dritten Stuhl hinstellen und den Ex auch noch draufsetzen. Mhm. Der ist auch noch da. Wird super, wird ein super Gespräch zu dritt. Ja? Dann sagen die, ja, aber ich kann den nicht loslassen. Ja, und dann hast du das Problem mit dem Ex. Den musst erst die alten Sachen aufräumen. Genau. Und wenn die aufgeräumt sind,
Tja, habe schon manche Leute nicht mehr wieder getroffen hier. Die sind nicht mehr zu uns gekommen. Warum? Weil sie jemanden gefunden haben. Weil sie was? Weil sie jemanden gefunden haben, jemand Neues. Ja. Also, aber das sind wichtig, die alten Sachen einfach aufräumen. Die alten Verletzungen, die da sind, einfach auflösen. Und das ist diese Technik des Positivklopfens und dann des Matrix-Reimprinting. Das ist eine Sache, da ist meine Frau Spezialistin drin. Mit dem Matrix-Reimprinting kannst du dein inneres Kind beklopfen. Oder dein jüngeres Selbst. Mhm. Du gehst in eine Situation hinein in deinem früheren Leben und beklopfst dich in dieser Lebenssituation. Und da kannst du ganz tief hineingehen, du kannst, was weiß ich, bis in den Mutterleib gehen. Und ich weiß, das sprengt natürlich jetzt irgendwie vielleicht ist die Fantasie der Leute und sagen, es ist unmöglich. Aber in der Tat funktioniert auch das. Auch da gibt es Bücher drüber, die Erlösung des inneren Kindes zum Beispiel von Carl Dawson, der ein Meisterschüler von Gary Craig war. Und da passieren die unglaublichsten Sachen. Und das ist eine ganz neue, wie soll ich sagen, Ebene der Klopftechniken. Hier öffnet sich ein völlig neues Feld im Augenblick. Und das ist super gut und spannend, dass man dann über Zeit und Raum gehen kann und kann das beklopfen. Und wenn du das dann da auflöst, dann können sich ganz neue Lebensperspektiven für die Leute ergeben. Ein Dings hier, wie gesagt, ein Thema für eine eigene Sendung. Ja, genau. Gerade dieses über Zeit und Raum gehen, also da möchte ich doch noch kurz einhaken, zurückgehen, egal wie weit zurück, auch zum Beispiel in die Kindheit, wo man sich ja bewusst nicht mehr erinnern kann, wird da mit Hypnose gearbeitet oder wie kommt man da zurück? Du gehst einfach daran, du entspannst dich und die Bilder kommen dann automatisch. Aha. Die Bilder kommen automatisch. Du gehst zu deinem jüngeren Ich zurück. Das ist, nennt man ein so in diesem Matrix-Reimprinting ein Echo. Ein Energetic Consciousness Hologram. Da kommt das Wort her. Also ein Bewusstseinsprogramm. Gehst dahin und da, das ist dann das Trauma, das dann irgendwie da ist, wie in so einer Traumakapsel, was aber außerhalb von uns im universellen Raum gespeichert ist. Und du musst dein jüngeres Ich fragen, wo du hingehen sollst. Aha. Dein jüngeres Ich weiß, wo es hingehen soll. Aha. Das geht an Bildern, was weiß ich, vielleicht in den Mutterleib hinein. Und weiß, dass es abgetrieben werden soll. Ach so. Ja? Okay. Und wen musst du dann klopfen? Die Mutter. Und das kannst du auch? Ja. Das geht dann auch. Dass du über diese Ebenen dann das beklopfst. Und da, weil die nämlich Angst hat, dass es nicht schafft, weil der Mann gerade weggelaufen ist. Und sowas irgendwie in sich trägt. Und du siehst schon, das geht in völlig neue Bereiche und völlig, es geht in den Bereich des Fantastischen hinein. Und manche Leute, was weiß ich, die kommen irgendwie in irgendwelche Bilder aus sogenannten früheren Leben. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ich weiß nur, dass es diese Bilder gibt. Mhm. Ja, und wenn dann jemand, was weiß ich, permanent das Gefühl hat, dass er in so einem Kerker irgendwo eingeschlossen ist und gefangen ist, dann beklopfe ich den halt da. Komischerweise hat er hier heutzutage im Leben auch das Gefühl, dass er permanent irgendwie eingeschlossen ist oder Angst vor engen Räumen oder sowas, was sich dann auflöst. Eben, also der Erfolg, der gibt einem dann irgendwie recht, was auch immer jetzt war oder wie weit zurück. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit und wenn es jetzt auch nur in der, sag ich mal, Fantasie existieren würde, aber es wird aufgelöst. Also da sind ja die Anwendungsmöglichkeiten schon fast unendlich. Es ist total spannend. Ich finde, diese Zeit hier, trotz ihrer ganz vielen negativen Sachen, hat auch ganz viele positive Seiten. Mhm. Es öffnet sich ein Bewusstseinsfeld für Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, ja? Du kannst dann in diesem Feld kannst du im Prinzip alles klopfen, was sich dir dann irgendwo entgegenstellt. Und vielleicht liegt es ja darin, dass du den Brustkrebs hast als Beispiel, weil den deine Oma hatte, die aber schon tot ist und zur Not musst du dann da klopfen. Und das läuft alles, um jetzt wieder auf den Beginn zu kommen, oder Fehlschaltung oder energetische Fehlschaltung. Das sind ja weitere Klopftechniken. Ah. Klopftechniken im universellen Feld, in der Matrix. Da geht es also hin. Ja. Ah, okay. Also das geht dann schon wieder ein Thema weiter. Ja, genau. Und von den Techniken beim Klopfen selber, das bleibt sich immer gleich. Egal welches Thema, welche Methode oder Matrix-Reimprinting, wenn ich klopfe,
mache ich das immer genau gleich oder auch von der Kraftaufwand oder welche Meridiane, das sind auch immer die gleichen, die 13 oder 14, die du erwähnt hast. Wobei ich sagen muss, dass manche Kollegen das verkürzt haben. Mhm. Auch da können gewisse Sachen funktionieren, aber ich würde zum Beispiel nie den Lungenmeridian weglassen, im Covid-Zeitalter den wegzulassen und den Herzmeridian schon gar nicht. Ja. Hier ist der Herzmeridian. Ja, das wissen viele Leute auch gar nicht. Hier, hier nebenbei am kleinen Finger. Das ist der Totengräberpunkt. Warum Totengräber? Im alten China, habe ich gehört, mussten die Totengräber hier reinbeißen, um zu gucken, ob der Leichnam, der da liegt, der Mensch liegt, wirklich tot ist. Ah ja? Und mancher hat sich danach wieder erhoben, wie es heißt, ja. Ich weiß nicht, ob mein kleine Kinder damit gruseln wollte, ja, aber in der Tat ist das hier ein Punkt. Und ich kann auch einen kleinen Tipp noch an die Zuschauer, wenn man irgendwo zu Hause jemanden erlebt, der gerade einen Herzinfarkt oder sowas hat, sollte man natürlich dringend den Arzt rufen, ja, aber gleichzeitig hier mit dem Daumennagel hier reingehen, in diesen Punkt. Und denen da ganz fest so eine Art Akupunktur reingeben. Das aktiviert das Herz noch und auf die Zungenspitze etwas ganz Scharfes zu tun. Die Zunge steht in Verbindung mit dem Herzen. Also eine scharfe Substanz. So als Tipp so für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Für den Notfall. Natürlich den Arzt rufen. Ja. Gerade anhand dieses Beispiels. Wie tolerant sind diese Punkte, wenn ich jetzt genau drauf liege oder ich weiß das nicht so genau, ich liege daneben und übe Druck, reicht das auch? Was sagt das so? Die Leute, wenn hier ist der Magenmeridian. Nur mal als Beispiel. Wenn die jetzt hier klopfen, macht das nichts, weil der Magenmeridian hier runterläuft. Okay. Der läuft hier weiter runter, dann über die Brust drüber, das geht. Und wenn du hier ein bisschen daneben bist, ist auch nicht schlimm, weil nämlich der Herzmeridian dann hier weiterläuft. Ja? Und das Ganze, ich habe das gerade schon in einer anderen Sendung gefragt, möchte ich nochmal wiederholen. Es ist symmetrisch, egal ob ich rechts oder links arbeite. Ja, genau. Ab und zu ist es auch mal wichtig, einfach die Seiten zu wechseln, ja, wenn ich länger mit jemandem klopfe. Und die Leute, manche können sich auch hier so beklopfen, können sich parallel beklopfen, wenn sie sich selbst beklopfen, aber in der Hand ist es halt ein bisschen blöd. Ja, das ist dann je nachdem, wie ich besser dazukomme, was bequemer ist, Rechtshänder, Linkshänder, andere Gewohnheiten, kann das, ist eigentlich noch praktisch, dass wir da so ausgerüstet sind und das wirklich auch symmetrisch wirkt. Ja. Ja, wo können wir da noch weitere Informationen holen? Zum Beispiel sich belesen über diese Punkte, wenn man das selber mal ausprobieren will. Genau, weitere Infos gibt es auf meiner Webseite auf der lebensenergie-coaching.de, www natürlich vorne dran. Da gibt es Infos, da kann man auch schon was zu dem Matrix Reimprinting lesen oder man gibt Matrix Reimprinting.de ein, dann kommt man auf die Webseite meiner Frau, die da Spezialistin ist, speziell für diese Methode. Ja, und dann am besten in irgendwelchen Kursen, muss ich sagen. Da lernt man es am besten. Ein Wochenendkurs langt dann schon, um die Basic-Klopftechniken zu lernen. Alles Weitere ergibt sich dann. Schön. Herzlichen Dank, Friedhof. Ja. War wieder ein interessantes Gespräch. Und spannend. Danke dir für diese Informationen. Ja, schön, dass du hier warst. Ja, danke auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Tat ein spannendes Thema. Seit etwa 2003 hier mehr oder weniger bekannt, vielleicht eher weniger. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung ein neues Thema für Sie erschließen konnten, das Sie vielleicht vertiefen möchten, dem Sie nachgehen möchten und einfach mal den Horizont weiten, sehen, was hier alles noch möglich ist. Und das Anliegen dieser Sendung ist, das natürlich unter die Menschen zu bringen. Und wir wären Ihnen dankbar für ein kurzes Feedback in den Kommentaren unten, damit wir sehen, wie das ankommt. Ein Thema, das ich glaube, wirklich mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie doch bald wieder mal bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.